Ja, bitte begrüßen Sie mit mir noch einmal den Regisseur Kurt Hetzlaff sowie den Protagonisten dieses Films, Alexander Schulz. Bitte, kommen Sie nach vorne. Wir teilen uns hier vorne ein Mikrofon. Es gibt ein Mikrofon für Sie im Saal. Vielen Dank erstmal fürs Kommen, fürs mit uns schauen und präsentieren dieses Films. Ich meine, uns allen geht was durch den Kopf, wenn wir diesen Film sehen, vor allem auch den Potsdamern unter uns. Ich würde gern wissen, was geht Ihnen durch den Kopf? Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass Sie den gesehen haben, wahrscheinlich schon länger her, auch wenn es auf der großen Leinwand war. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Schulz. Ist ein paar Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Immer zu den Jubiläen, so zu den runden Jubiläen kommt der raus, also wahrscheinlich ist 5 Jahre her, vielleicht 10 Jahre. Das erste, so ist ganz persönlich, sind so Momente der Scham. Aber das muss ich aushalten. Ich sage Ihnen jetzt nicht, an welchen Stellen das ist, haben Sie vielleicht selbst gemerkt. Da ist Zeit vergangen. Ansonsten, was mir vor allem so am Anfang, was ich nicht in Erinnerung hatte, wie viel es um Wahrheit ging in diesem Film und wie viel wir über Wahrheit gesprochen haben. Und das ist etwas, was ja ein hochaktuelles Thema ist. Also wo Fakten und Nachrichten als Fake News diffamiert werden und damit Weltpolitik gemacht wird. Das ging mir durch den Kopf, also so dieser Wahrheitsbegriff und wie gefährdet der nach wie vor ist. Und was mir durch den Kopf gegangen ist, wie leichtfertig heute das, was erkämpft, erstritten wurde, viele Menschen bereit sind, wieder aufzugeben. Und das noch unter den Slogan zu stellen, vollende die Wende. Wie verlogen diese Haltung ist, das ist mir nochmal so an der Stelle durch den Kopf gegangen. Ja, den Aspekt der Fake News, der ist mir natürlich auch durch den Kopf gegangen, gerade in der Gegenüberstellung der offiziellen Nachrichtenbilder und den wirklich tiefen, nahen Einsichten, die Ihnen gelingt, Herr Kurt Hetzlaff, mit Ihrem Protagonisten. Wir haben in den letzten Tagen hier mehrere Filme gesehen, wo ostdeutsche Filmemacher nach Leipzig, nach Berlin gegangen sind, um die Kundgebungen zu dokumentieren. Bei Ihnen, der Film setzt ja wesentlich früher ein. Ich würde gerne noch mal wissen, wie kamen Sie zusammen und wie ist dieser Seismograf bei Alexander Schulz sozusagen zum Ausschlag gekommen und wie haben Sie, Kurt Hetzlaff, das festgestellt und gesehen, an diesem Menschen lässt sich doch was beobachten, das vielleicht auch in den nächsten Monaten, dann in den Monaten, die da kommen, interessant bleiben könnte? Tja, ich habe den Film auch nach sehr langer Zeit wiedergesehen und ja, ich bin selbst beeindruckt, Entschuldigung. Es ist verrückt. Also um die Frage jetzt direkt erstmal zu beantworten, es war ein großer Zufall, diese Entdeckung. Und ich wollte eigentlich einen Film über das Café Haider machen, die große Freiheit, ne? Und da trafen sich wirklich die jungen Leute und die nach ihrem Muster leben wollten und nicht. Und das haben sie gemacht. Ich hatte mir einige Jungs ausgesucht, aber es ist klar, man schlägt Themen vor dem Studio und das Studio akzeptiert es, oder, denn es kostet ja Geld, es muss eingeplant werden. Und damit hatten wir Schwierigkeiten. Ich hatte fantastische Burschen, einen Jungen, Robert hieß er, der spielte fantastisch Geige. Dann KC, Karl Christian, seine Mutter war Ärztin
und so. Und die tanzten alle so irgendwo. Das funktionierte nicht. Und kam raus. Und mein Freund und langer Produktionsleiter, Uli Kling, der Vater von der Anja und von der Gerrit, der sagte, Mensch, ich habe da einen interessanten Burschen, der wird recht beliebt hier in der Klasse von Anja und guck dir das doch mal an. Und sind wir hin, aber gleich mit der Kamera, das war die Proben gerade eine Aufführung mit dem Dieter Rutsch, auch ein Kollege von uns, der inszeniert da etwas mit der Abiturklasse. Ja, und da sind wir hin und haben gleich die Kamera mitgenommen und haben gedreht. Und es hat sich ergeben, dass wir Zugang zueinander fanden. Vertrauen ist ja ungeheuer wichtig bei solchen Filmen, denn wir sind oft verhöhnt worden, so als das Hollywood Honeckers. Und wenn man dann mit der Kamera kommt und bei solchen offenen, öffentlichen Veranstaltungen filmt, da liegt ja auch irgendwo nahe, dass es vielleicht eben auch eine Denunziation sein könnte oder werden könnte. Und all das, diese Schwierigkeiten gab es schon. Wir haben also gedreht und hatten die Möglichkeit, das als Vorabaufnahmen zu machen und das Material liegen zu lassen. Wir sind gleich dran geblieben und haben ihn verfolgt, was auch nicht leicht war, so in einer Prüfungssituation mit der Kamera vor diesem Burschen da immer hin und her zu tanzen und ihn seins machen zu lassen. Und das finde ich, ist also mit allem Geschick auch der Kameraleute, einer von denen, die mitgemacht haben, der Jürgen Patsch, sitzt auch da, gut gelungen. Und es war ja, und er hatte wirklich seinen eigenen Kopf, man hört es, man darf nicht vergessen, es ist wirklich zu dieser Zeit gedreht worden. Und die Zeit lief und lief und mit einem Mal im Oktober, November, Sie haben es erlebt, ja, da waren diese Dinge, die wir ihm abgelockt haben, da war das kalter Kaffee, das sagte jeder auf der Straße, was soll's. Also diese Geschichte mit dem Chor, die Wahrheit, er hat drüber gesprochen, das war nicht ungefährlich. Ich habe da lange drüber nachgedacht, Menschenskind, ja, kannst du es wagen, das mit in den Film? Mir kann man verbieten, einen Film zu machen, ja. Und aber bei ihm liegen die Dinge eben dann doch ein wenig tiefer, wenn gesagt wird, nicht, wo in diesem Land so viel gelogen wird und überall gelogen wird. Ja, das war schon, na. Und dann mit einem Mal war die Zeit, also das war kalter Kaffee, das jetzt noch auf den Tisch zu bringen. Und da kam mir dieser, finde ich, großartige Einfall der aktuellen Dinge, die da passiert sind zu der Zeit über diese aktuelle Kamera und reinzubringen und dadurch eben auch eine zeitliche Ordnung zu schaffen, einmal, und zum anderen das persönliche Leben gegen das verordnete Leben zu stellen. Und das war ungeheuer reizvoll für mich, das zu machen. Ja, und dann haben wir munter drauf losgedreht und wie gesagt, wir durften auch. Bei vielen. Also stellen Sie sich die Kirche vor. Als ich hab's, eine Freundin sagte mir, Mensch, weißt du überhaupt, was hier los ist auf dem Luisenplatz? Ja, ja, Luisenplatz, ne? Weberplatz. Auf dem Weberplatz? Nee, na, das und das. Ja, also ich gleich zu dem Pfarrer Flade gelaufen und mit ihm gesprochen, ob wir da drehen durften.
bei ihm in der Kirche. Und da sagte der uns, ja, Tetzlaff, kommen Sie eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung. Ich kann das alleine nicht entscheiden, das muss der Rat, der Kirchenrat entscheiden mit dem neuen Forum gemeinsam. Naja, und dann war ich eine Stunde vorher da und da sagte der, ja, ihr dürft, ZDF war eine Woche vorher da, denen haben wir es nicht gestattet, weil wir keine Provokation wollten. Ja, und dann durften wir drehen, die Kamera besorgte uns auch, der Olli Kling, wir hatten nur eine geblimmte Videokamera, die war für die Industriefilm. Für die Industriefilme war die gebongt, das Jena, Zeiss Jena und, die hatten das bezahlt. Die blieb auch in dieser Gruppe. Aber der Uli hat es geschafft, uns, denn mit hoher Technik konnten wir da nicht anrücken mit unserem Material. Das wäre beendet gewesen, bevor es begonnen hat. Und dann, wir kommen mit unserem Zeug und der Platz voll, wir kamen nicht durch, wie es in dem Film erzählt wird. Und der brachte uns eine Schneise, der Mann oben auf dem mit seinem Megafon, und sagte, Mensch, die könnt ihr durchlassen, das ist der Tetzlaff mit seiner Truppe. Da müsst ihr keine Angst haben, lasst sie mal durch. Ja? Dann sind wir durch und rein in die Kirche und durften drehen. Und was ich sagte mit der Denunziation, die waren ja jetzt alle zu sehen, die da geschrien haben. Und die haben alle applaudiert und die haben alle mit. Also das ist schon außergewöhnlich, auch der Mut dieser Leute, da keine Angst zu haben, dass sie jetzt im Film festgehalten worden mit ihren Reaktionen auf das, was da gesagt wird. Und naja, das war schon doll, doll, doll. Wir packen ein und waren glücklich und froh, dass wir das Material haben im Sack. Alles gut, alles bestens. Da wird ja dann zum Schluss noch gesagt, und dass da eine Veranstaltung sein wird und die sollen alle hinkommen. Wir packen zusammen und da hat unser Tonmeister, so, das hört man auch im Film, eigenartige Töne. Das haben wir später erfahren. Autos aus Rostock, die standen im Babelsberger Park bereit. Und wir waren happiest, nach uns fanden noch drei Veranstaltungen statt dort. Und wir waren happy und in unserem Club, gerade rüber der Kirche, haben wir dann gesessen und ein Bier getrunken. Und da kam der Kommandeur der Kampfgruppe vom Karl-Marx-Werk rein und musste unbedingt telefonieren. Und Frau Storch war ehemals an der Filmhochschule für die Wirtschaft da zuständig. Die hatte die Kneipe und die sagte, nee, die ahnte wohl so etwas, denn ziemlich forsch. Nee, sagte, hier können Sie nicht telefonieren, das ist keine öffentliche Gaststätte. Hier, das ist ein Club und da können Sie nicht telefonieren. Und ich, übermütig, ich stand mit am Tresen und sage, ach Menschenskind, lassen doch telefonieren, wenn das so dringend muss, lassen doch telefonieren. Und dann haben wir hinter der Ziehharmonika zugehört, was der spricht. Am Tresen hatte sie ihm den Telefonapparat hingestellt. Und da sagt er, ja, hier, diese Veranstaltung und selbst die DEFA dreht, hier muss unbedingt eingegriffen werden. Sofort eingegriffen werden. Naja, dann habe ich das Material mit nach Hause genommen, weil wir Angst hatten, das verschwindet im Studio. Und am nächsten Tag musste ich zum Direktor und zur Parteileitung. Und da wollten die wissen, was wir gedreht haben. Denn in der Nacht noch sind diese Stellen angerufen worden und da muss was passieren. Und dann haben, um ihre Haut zu retten, haben sie gesagt, nee, Tetzlaff ist in unserem Auftrag da.
der dreht für uns. Wir wissen Bescheid, was da passiert. Naja, und von mir wollten sie dann wissen, was gedreht worden ist. Und das habe ich ihnen gesagt. Ja, und naja, wir haben dann, war ja die Entwicklung so weit, dass wir das zu Ende machen konnten. Es ist auch noch ein zweiter Film entstanden. Schade, dass der nicht dabei ist. Der ist mir auch sehr lieb. Es geht so nahtlos aneinander, wie dann er mit der Durle die Wende erlebt, ja, mit unserer Militärkapelle, die jetzt spielt da, und ach Gott, ja, man erkennt nicht wieder, was da vorher war. Das ist schade, ja, naja, das ist das, was ich Ihnen vielleicht noch beigeben könnte, was man zu dem Film sagen könnte. Ansonsten, wie gesagt, für mich selbst Entdeckungen, vieles ist raus aus dem Kopf und man hat es nicht mehr, aber wenn die Bilder kommen, man erinnert sich schon. Ja, als wäre es gestern gewesen, möchte ich sagen. Das ist ja, als wäre es gestern gewesen, möchte ich sagen, wie präsent das dann plötzlich doch noch wird. Was mir so beeindruckt, erstmal möchte ich auch nochmal die Kamera loben, die Entscheidung, auf Schwarz-Weiß zu gehen und diese langsamen Schwenks, die so die Details in dieser Zeit in der WG und so weiter einfangen und damit diesen flüchtigen Nachrichtenbildern auch so was entgegenstellen, was Bleibendes entgegenstellen. Da können wir sehr glücklich drüber sein, dass wir das heute konserviert haben. Die Nähe, die Sie haben zu den jungen Leuten, möchte ich mal sagen, also Sie waren da deutlich jünger als heute, aber schon, ich meine, 35 Jahre im DEFA-Studio zu der Zeit, also wirklich ein renommierter, ein arrivierter Filmemacher, der kurz davor, glaube ich, wenn ich Ihre Filmografie recht präsent habe, ein Auftragsfilm über Thälmann gemacht hat, ja. Und in diesem Film wirkt es jetzt aber so, als wären Sie Teil von dieser Jugendbewegung. Sie inszenieren das ja auch so ein bisschen, dass das Kamerateam mal zu sehen ist. Und bei der WG-Party reicht jemand da so eine Kippe hinter die Kamera, als wenn der Kameramann die entgegennimmt. Also wie nah waren Sie dran an den jungen Leuten? Und die Frage kann ich eigentlich Ihnen beiden stellen, wie das war. Ja, wie gesagt, da gab es nichts zu inszenieren. Nicht? Da gab es auch keine Absprache vorher, was jetzt für eine Frage kommt, sondern mich beeindrucken, also einmal die Art, wie wir Film gemacht haben. Wenn ich ins Fernsehen gucke, ich kann dieses Gedudel und Gedattel nicht mehr ertragen. Und dann kommt Kommentar, dann kommt Dialog, dann kommt noch Musik und Geräusche. Und dieser Krach, ich kann niemanden mehr sehen. Und hier gucke ich in die Gesichter und nehme den Ton weg und habe eben auch die Hilflosigkeit, dazu eine Antwort zu geben. Das muss ja vernünftig sein, es muss klug sein und so. Und war mir ungeheuer wichtig. Deswegen kosten wir es auch aus bis zum Schluss. Also die letzte Einstellung auch. Er sitzt da und sitzt und sitzt und sitzt und wir sehen bloß seinen Kopf. Mir wird es nicht langweilig. Das sind so diese Charme-Momente, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Also mir wird es dann zu lang, aber gut, ich muss mich da selbst sehen. Das hat funktioniert mit dem Vertrauen. Warum, weiß man ja nicht so richtig, lässt sich nicht so richtig erzählen. Das hat funktioniert, dass wir von Anfang an vertrauensvoll miteinander umgehen konnten. Es war immer so, dass Kurt gesagt hat, ich kann dich nicht schützen, du musst selber, du hast es angesprochen, was nimmst du rein, was lässt du raus aus dem Film? Aber das war sozusagen immer ausgesprochen, wenn die Kamera nicht lief. Du musst selbstverantwortlich für das stehen, was du hier sagst. Und das hat, glaube ich, zum Vertrauen beigetragen. Also, dass du mir da auch nichts vorgemacht hast in diesem Moment, sondern dass klar war, nee, da kommt hier der renommierte DEFA-Regisseur, kann mich aber nicht schützen, wenn ich hier Quatsch erzähle, ja.
So. Nee, auch, also für mich einfach solche Dinge, die sich dann ergeben. Der Fernseher steht da, da läuft die Musik, die läuft dann wirklich da. Ich meine, schön, jeder, der Film macht, weiß, dass man das nicht so parallel hat, sondern dass man das dazu setzt. Aber ebenso ist es passiert. Und wenn der Fernseher da steht und zeigt, diese Sendung vom ZDF, da in der Kirche in Berlin, wo so vieles losgetreten worden ist, und die sitzen da und gucken zu und haben ihre Kommentare, und das war die Zeit, da ist es, hat es begonnen. Auch für mich wieder ein großes Erlebnis, dass wir diese Sendung haben, die ist da gelaufen, das ist nicht später oder irgendwann inszeniert worden, sondern das ist da gelaufen, und das waren ihre Reaktionen und ihre Erlebnisse, die anders waren, die ich vorher auch nicht kannte. Und in dem zweiten Teil gibt es dann eine Szene, wo ihr gemeinsam in der Küche sitzt und wo sie seinem Freund Andreas gesagt haben, der war auch inhaftiert, und da hat er gehört, wenn er hatte Fotos gemacht, er hat immer fotografiert, haben sie ihm gesagt, wenn eins von den Fotos in der Öffentlichkeit erscheint, wissen Sie, wo Sie landen. Das erzählt er in der Küche, er und Dole sitzen dabei, und das haben die auch nicht gewusst. Ja? Also das sind dann, meine ich, die Momente, die entstehen, und da ist man dabei mit der Kamera, nichts inszeniert, erlebt. Ja, ein großes Geschenk, möchte ich sagen, dass wir diese Momente konserviert haben auf diesem Weg. Der zweite Teil heißt übrigens Im Übergang, Protokoll einer Hoffnung. Wir werden den bestimmt hier auch mal aufführen, aber jetzt haben Sie die Gelegenheit, zu diesem Film noch Fragen zu stellen, sonst vergehen wieder 10 Jahre, und die beiden anzusprechen. Bitte sehr. Ja, erstmal vielen Dank für diesen Film. Eine Frage habe ich mir, das hat mich ein bisschen irritiert. Da wird ja die Tribüne gezeigt mit Gorbatschow und Honecker, und vorher wurde eingeblendet 6. Oktober und Potsdam. Aber meiner Meinung nach war das doch in Berlin. Ja, die Veranstaltung war schon in Berlin. Und darunter steht es, der 6. Oktober, dann kommt gleich das, was da das Erlebnis in Potsdam war. Ich weiß jetzt gar nicht, was direkt darauf steht bei euch. Weiß ich nicht. Also was da noch... Da kommt das Mikrofon, kleinen Moment. Das war der Fackelzug in der FDJ am Vorabend des 7. Oktober. Richtig. Und meine Tochter, die wurde da auch hin delegiert, und ich hatte auch ein bisschen Angst. Ich sage, geh da bloß nicht hin, wer weiß, was da passiert. Ach, ich gehe trotzdem. Und da war wahrscheinlich dieses Potsdamer Zeichen, was eingeblendet war, sollte wahrscheinlich demonstrieren, dass jetzt die Potsdamer Delegation kommt. Genau. Das war der Potsdamer. Ja, und da habe ich es noch gefragt, hast du dich denn erkannt? Aber was da an Erlebnis rankommt, weil das war ja die offizielle Kundtuung von der aktuellen Kamera, und wir setzen uns das rein, was ihr zu der Zeit am 6. Oktober, ich glaube, das war diese Geschichte mit den Verhaftungen und. Ja, also dann auch der Oktober, der 6. Oktober. Ja. Aber ja, Gorbatschow war nicht in Potsdam am Vorabend dieses Republikgeburtstags. Ja. Bitte. Und dann war es, ich habe das erste Mal gesehen, diesen Film. Und wir waren auch mit dabei an dem 18. Oktober in der Friedrichskirche und bekamen aber drin keinen Platz mehr. Wir haben draußen gestanden, und das habe ich das erste Mal gesehen, aber ich habe mich da nicht erkannt in diesem Grau. Und es war Ende August so eine Diskussion im kleinen Rahmen, in dem Haus in der Kalibnisstraße mit Annette und Stefan Flade.
und Matthias Platzek. Und da war auch nochmal, das ist von Hauptstadt TV dokumentiert worden. Und ich wollte das in der Mediathek anschauen, ist mir aber nicht gelungen. Das ist so ein neuer Sender hier von Potsdam TV. Das heißt jetzt Hauptstadt TV. Und das war auch sehr interessant, was die Annette Flade dann noch erzählt hat. Über den 6. Dezember, da sind die dann mit weißen Krepppapierschleifen in die Hegelallee und haben die Stasi-Zentrale besetzt. Ja, das möchte ich eigentlich ganz gerne mal noch sehen, diesen Film. Wie kommt man denn da an? Also ein kleiner Hinweis, wir haben am 7.11. in diesem Jahr diesen Film Lindenhotel, wo es um diese Besetzung bzw. dann den ersten Tag der offenen Türen, die Öffnung auch des Stasi-Gefängnisses hier in der Innenstadt geht. Vielleicht interessiert Sie das. Einen weiteren Film auch von Kurt Tetzlaff zeigen wir demnächst, einen weiteren Potsdam-Film am 15. Oktober. Wissen Sie das schon? Ich glaube... Ja, wir rechnen fest mit Ihnen. Am 15. Oktober. Das bist du, ja. Genau. Über den Abriss der Garnisonkirche, also auch ein wichtiger Potsdam-Film. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Zum Film direkt vielleicht. Ja, Heike Fricke, mein Name. Ist gar nicht mehr so eine Frage, sondern eher ein Statement. Also ich würde sagen, das ist wirklich ein ganz großes dokumentarisches Kunstwerk, so möchte ich es mal nennen, weil wir haben jetzt gesehen in diesem Film, oder mir geht es so, der hat eine ganz, ganz lange Halbwertszeit, dieser Film. Also und damit unterscheidet er sich zu vielen schnell geschossenen Features oder Reportagen. Ich komme auch ein bisschen aus diesem HFF-Stall und ich schüttle auch mal ein bisschen den Kopf, wenn Leute mal einen Halbstunde drehen und sagen, ich habe einen Film gedreht. Also da bin ich mit ihm total d'accord. Und ich bin auch beeindruckt, wie heutig dieser Film ist. Also erstmal, es ist ein großes Geschenk, diesen Protagonisten, ist immer so ein Filmbegriff, also diesen Menschen, Alexander Schulz, gefunden zu haben, weil sie wollen ja sozusagen über das, was man vor der Kamera sieht, sozusagen diese subjektive Wahrheit vermitteln und nicht behaupten als Regisseur. Und sozusagen so einen reflektierten Menschen zu finden mit 18, also Hut ab, ja. Also ich habe immer überlegt, ich meine, ich habe auch ein nicht so schlechtes Abi gemacht und habe studiert und so weiter, aber ich hätte solche Statements in so einem dialektischen Reflexionsgrad hätte ich irgendwie nicht gebracht. Ich war auch mit 18 sehr interessiert, politisch und kulturell und so weiter, aber das ist wirklich also ein Glücksfall, so einen Menschen vor die Kamera als Hauptprotagonisten zu kriegen. Ja. Und nochmal, um auf diese lange Halbwertszeit dieses Films zu kommen, dieses Schlussstatement, das sie bringen, sozusagen verkaufte Revolution und so weiter, das ist so heutig. Ja. Also gerade wenn jetzt auch dieses Motto dieses Festivals, für das ich sehr dankbar bin. Welches Fazit ziehen wir jetzt? Ja? Ist das Glas halb voll? Ist das Glas halb leer? Und ich kann ja immer nur für mich sprechen, aber für manch andere. Man muss wirklich gucken, dass man nicht zum Defätisten oder Misanthropen wird. Wir haben einige Errungenschaften, also die wir wirklich wahren wollen, dass es elementare Bedrohungen nicht gibt, politischer Art und so weiter. Aber ja, 30 Jahre Neoliberalismus, diese ökologische Krise und, das spielt alles mit rein, ja. Also, weil wir überlegen ja auch oft, ich meine, Vergangenheit wird natürlich oft verklärt, also, und die Filme, die wir jetzt sehen, sagen, also, das war wirklich, also, die Konstruktion DDR hat von vornherein, von Anfang an nicht funktioniert, aber es gab so bestimmte Haltungen in der DDR, wo die, ich sage jetzt mal, normalen Leute auch einen Grad von Bescheidenheit entwickelt haben oder auch Demut und nicht so auf dieser materiellen Welle waren, also die uns verloren gegangen sind. Also uns ist jetzt ein sehr diffuser Begriff, ja. Also wir haben ja eine sehr heterogene Gesellschaft, ist mir schon klar, aber also da schwingt auch viel Trauer drüber, also was jetzt hier, also welches Fazit nach 30 Jahren gezogen wird. Naja. Es sind auch mehr Fragen. Vielen Dank für Ihre. Aber ich meine, das löst dieser Film aus, der ja 30 Jahre alt ist, ja. Und das ist eine kleiner Moment, gute Zeit. Sie sind die Nächste da oben. Ich nutze mal die Gelegenheit, jetzt sind 30 Jahre vergangen. In dem Moment war ja noch alles möglich. Sie sind
vermutlich nicht Pfarrer geworden, Schauspieler, das wüsste ich, sind Sie auch nicht geworden. Mal so ganz grob, wer sind Sie heute? Antworte ich sofort. Also 30 Jahre. Wir haben gerade vor einer Woche 30 Jahre Abitur gefeiert mit den Leuten, die Sie da gesehen haben bei diesem Theaterstück. Und das war auch eine bunte Truppe. Und das passte auch dazu, dass du sozusagen zu uns in diese Theatersituation gekommen bist. Das hätte auch nicht jede Schulklasse so. Und auch unsere Parallelklassen, das haben wir jetzt nochmal so ausgewertet. Wir waren auch schon also so in unserer Erinnerung sehr bunt und passten eigentlich nicht so richtig. Die Kulisse war rot, ein riesenrotes Tuch. Damit haben wir am Heiligen See vor der gotischen Bibliothek Premierenfeier dann gefeiert, auf einem Fußballfeld großen roten Stoff. Allein dieses Bild muss so eine Provokation gewesen sein, haben wir uns gar keine Gedanken drüber gemacht. Also insofern passte das gut. Und diese ganze Zeit kam für uns in die richtige Lebenssituation. Also wir haben 89 im Sommer Abitur gemacht und ohnehin, so oder so, stand für uns eine Entscheidung an, wie geht es jetzt weiter. Und da haben alle was draus gemacht. Die wenigsten haben das draus gemacht, was sozusagen vorher geplant war. Ist jetzt das Fazit. Ich habe auch nicht Theologie studiert, ich habe Literatur und Geschichte studiert, habe ein bisschen im Journalismus gearbeitet und mache jetzt Öffentlichkeitsarbeit für einen großen diakonischen Unternehmensverbund, so mit Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen. Das ist das, was ich heute tue. Dann eine noch da hinten. Wir sind ja in einem Festival, da sind leider die Taktungen sehr kurz. Wir müssten dann den Saal verlassen. Vielleicht sind Sie auch noch einen Moment beide da und können weitere Fragen entgegennehmen. Aber eine nehmen wir jetzt hier noch aus dem Publikum. Ja, hallo, ich bin die Franziska Hadelich. Ich bin im Pfarrhaus, in dem Alex damals war, groß geworden, war damals 14. Ich weiß nicht, ob du dich an mich hier noch erinnern kannst, aber Alex war immer der Große, der irgendwie echt alles cool gemacht hat. Also das kam zumindest bei uns so an und wir haben auch gerade dieses Jahr, wo er dann ausgezogen ist, also in dieser Szene, wo du da losgehst mit diesem Fahrrad und so. Ich kann mich genau noch daran erinnern, weil es war großer Kummer, dass Alex jetzt weg ist. Auch wenn du da unten immer in dem Keller gewohnt hast, aber du warst immer sehr anwesend für uns und wie so ein Held, also der irgendwie was gemacht hat. Genau. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, ich würde mir wünschen, dass dieser Film mehr an junge Leute auch genau in diesem Alter gezeigt wird. Ich habe jetzt eine 17-jährige Tochter und erzähle ganz viel mit der über diese Zeit. Aber Mütter haben eh immer so eine komische Rolle, gerade bei pubertierenden Mädchen. Und die kann sich vieles nicht so vorstellen. Und ich glaube, wenn gerade so ein fast gleichaltriger Mensch aus dieser Zeit, wenn der erzählt und man das einen Jugendlichen, ich glaube in der 12. Klasse ist so dieses Thema auch Thema in Geschichte, soweit ich weiß, öfter gezeigt werden könnte oder vielleicht sogar auch Thema wäre, würde ich mich sehr freuen. Ja, und gerade heute, wo junge Menschen auch auf die Straße gehen und etwas bewegen, ich finde, da ist eine ganz große Parallele. Dazu noch ganz kurz, wir haben heute eine 35mm Filmkopie gesehen. Im Moment kann man den auch nur so in den Kinos zeigen, aber ich glaube, es steht jetzt eine Digitalisierung an und dann ist schon mal technisch die Möglichkeit gegeben, dass man den Film ein bisschen häufiger zeigt. Darf ich doch noch was loswerden? Ganz schnell und ganz kurz. Also einmal, unsere Filme waren ja nach der Wende verschwunden. Die waren weg, die gab es nicht mehr und ich freue mich, dass sie wieder da sind. Ja, ich erinnere mich an eine Situation, ich habe im Fernsehen einen Film gesehen, Honecker, Kohle um jeden Preis. Das ist ja so, also die in einer anderen Welt gelebt haben, wissen besser, wie wir gelebt haben als wir. Na? Und unsere Filme, die wurden benutzt, ich habe einen Film gemacht, Menschen auf der Kohle war der Arbeitstitel, Erinnerung an eine Landschaft. Auch anderthalb Stunden lang, also ein langer Film, wo eine Landschaft verschwindet und das Schicksal von drei Dörfern, die abgebaggert werden. Da haben die aus diesem Film, also 10% des Films, den ich gesehen habe, war von unserem Film. Da wurde nicht mal die Quelle angegeben und das waren keine einzelnen Einstellungen, sondern ganze Sequenzen. Das muss man sich überlegen. Also wir wurden benutzt als Organspender. Ne? Und wenn man hat dazu dann die passenden Bilder gebraucht und da bot sich so etwas an. Das ist das eine.
Und das andere, was ich sagen wollte, ist, dass es schade ist, sehr schade ist, dass wir den zweiten Teil, der geht ran und ist so wichtig, um beides miteinander zu verstehen. Der eine begründet den vorher, der andere bleibt vor. Da fängt es an mit dem runden Tisch und. Also wie die deutsche Einheit gestrickt worden ist. Ja? Das aber irgendwann wird es die Möglichkeit geben. Ich weiß, das ist ein langes Programm, zweimal 80 Minuten, das ist stramm. Danke. Nachricht empfangen, danke. Wir haben ja im nächsten Jahr wieder ein Jubiläum, nämlich das zur Wiedervereinigung. Und da passt der Film ganz hervorragend hin. Spätestens dann, würde ich sagen, lohnt es sich, den Film nochmal zu zeigen. Vielen Dank Ihnen beiden fürs Kommen und Ihnen allen natürlich. Und jetzt bagger ich Sie aus der Lausitz hier, aus dem Saal. Vielen Dank und kommen Sie wieder.